Herzlich willkommen bei Ferngespräch, einem Format von Freiheitsfunken. Ich bin der rosa-rote Panzer und ich habe mir heute als Gast eingeladen den Peter. Peter Müller dürfte vielen Leuten noch bekannt sein von der Zeit von Freiwillig Frei. Habe ich in der Vergangenheit schon mal falsch gesagt? Peter Müller ist nicht Mitbegründer, sondern ist kurz nach dem Start von Freiwillig Frei mit dazugestoßen. Das Projekt ist vielen Leuten bekannt geworden. Viele Leute sind immer wieder in die libertäre Szene gekommen, weil sie auf Freiwillig Frei Videos gestoßen sind. Und inzwischen ist dieses Projekt nach einer Zeit eingestampft worden und heute neu gegründet unter voluntaristen.de zusammen mit Manuel Macho. Herzlich willkommen, Peter. Hallo. Hallo Leute. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ja, genau so ist es. Hier bin ich. Ich wollte kurz für, vielleicht, wenn ein paar Leute dich nicht kennen, wollte ich kurz damit anstoßen. Du hast mit Freiwillig Frei zusammen als Projekt viele Leute aufgeweckt, viele Leute in den libertären Kreis bekommen. Du hast Bücher übersetzt von Larkin Rose. Dazu gehören, habe ich hier einmal parat, Die gefährlichste aller Religionen und Der Nutzmensch, das Handbuch für den modernen Tyrannen. Sehr, sehr empfehlenswerte, sehr, sehr lesenswerte Bücher von Larkin Rose. Hast du mir auch schon mal vorher verraten, dass du dich auch mit Larkin Rose dazu getroffen hast und mal besprochen hast, dass ihr das in den deutschen Sprachraum bringt. Läuft erfolgreich? Ja, läuft. Also kann immer mehr sein, also gerade bei den Inhalten, weil die ja verdammt wichtig sind. Also ich halte die gefährlichste aller Religionen nach wie vor eines der wichtigsten und prägendsten Bücher, das ich bisher gelesen habe. Ja, es ist wirklich lebensverändernd. Also wenn man wirklich mal diese etatistische Brille abgerissen oder abgezogen bekommt, wirklich konsequent das ganze Buch durch, mit den Mitteln der Logik und Vernunft. Dann ändert sich auch das Leben. Also dann ändern sich sämtliche Entscheidungen, die man im Leben auch trifft. Also die haben dann eine ganz andere Grundlage, eine ganz andere Ausrichtung. Es verändert sich auch die Wahrnehmung. Also der Medienkonsum verändert sich ganz massiv. Es wird wesentlich weniger und man ist einfach extrem gelangweilt von dem, was immer so zwischen den Zeilen steht, nachdem man dieses Buch gelesen hat. Ja, und entsprechend hat man einfach mehr Zeit. Ist nicht so in der emotionalen Achterbahnfahrt drin, in denen einen die Tyrannei oder ja, und die Politiker gerne haben möchten, weil die möchten ja einen immer, ja, möchten die Gedankenwelt und die Emotionen immer schön besetzt halten, das Sklaven, damit er nicht auf krumme Gedanken kommt, damit er nicht anfängt, eigenständig nachzudenken. Und wenn man das mal durchblickt hat, dann fängt man an, eigenständig nachzudenken und dann eröffnet sich ein ganz neuer Möglichkeitenraum. Und dann verändert sich auch das Leben. Das klingt jetzt sehr, sehr pathetisch und großspurig, aber nach insgesamt, ich glaube, 20 Jahren Beschäftigung mit diesem Thema kann ich das mittlerweile sagen. Was ich daran so interessant finde, ist, viele Leute kommen ja über die österreichische Schule und dann eben im Speziellen über die Ökonomie, über viele Finanzthemen, teilweise vielleicht sogar ein bisschen mathematisch intensivere Themen auf diese ganze Richtung. Und Larkin Rose schafft es eigentlich die Ökonomie. Der ist durchaus, ich nehme an, du ja genauso, vertraut mit diesen Themen, schafft es aber eigentlich die Moral so stark in den Vordergrund zu rücken, dass reines Wirtschaftsdenken stark in den Hintergrund rückt. Ich nehme mal an, das war bei dir wahrscheinlich auch ein relevanter, ausschlaggebender Punkt, oder? Ja, natürlich. Also ich habe nämlich die gleiche Erfahrung jetzt ungewollt und unbewusst auch gemacht in meinem Leben. Also so bin ich auch zu dem Thema Freiheit gekommen. Weil wenn man sich so im Rückblick sein Leben anschaut, also es ist rein gemessen an den Zahlen, es ist sehr gut gelaufen nach dem Studium. Also ich habe diverse Erfahrungen gemacht in der Wirtschaft. Das war auch mein Plan, da rauszugehen. Ich hatte vorher eben negative Vorerfahrungen in der öffentlichen Hand gemacht. Also bei der öffentlichen Hand im Planungsbereich und ja, es ging dann auch sehr stark ins Politische dann auch und es hat sich immer sehr komisch angefühlt. Also es war vom Job her okay und man hat da auch einigermaßen gut verdient, aber irgendwie war immer so eine Art innerliche Schieflage bei der ganzen Sache dabei. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, in die Wirtschaft zu gehen. Und dort ist es dann eine Zeit lang auch weitergegangen, weil Wirtschaft ist jetzt auch nicht jetzt
a priori das Gelbe vom Ei. Es gibt solche und solche Unternehmen. Und ich habe eben verschiedene im Vergleich auch kennengelernt und verschiedene Persönlichkeiten. Und ja, bin auch durch die ein oder andere Achterbahnfahrt durchgegangen. Und dann, ja, man hat sich getrennt und dann irgendwie auf zu neuen Ufern und so weiter. Das ist ganz normal. Aber ich hatte dafür nie, ja, so eine richtig gute Erklärung dafür, so eine richtig plausible, schlüssige Erklärung dafür. Ja, und dann kam eben freiwillig frei und hat mir quasi die Grundlage dafür geboten. Und ich habe dann, am Anfang habe ich auch Zweifel gehabt, ja, ist es wirklich so einfach? Also ist der Weg der Freiwilligkeit immer der bessere im zwischenmenschlichen Kontakt? Oder gibt es Ausnahmen, wo wirklich Zwang und Gewalt, wo es wirklich einseitig, wo man sich wirklich einseitig durchsetzen muss, weil, keine Ahnung, also Gemeinwohl und ja, das im größeren Zusammenhang und so weiter. Und die Unsicherheit war am Anfang da, aber mit der Zeit ist dann auch die Sicherheit gekommen. Ja, es ist wirklich, ja, es hilft einem persönlich weiter und man ist stärker mit sich selber im Reinen, wenn man auf einer freiheitlichen Grundlage ja, sein Leben weiter gestaltet und formt. Ich finde das immer ein extrem guter Punkt, weil gerade bei Argumentationen ist es so, wenn ich mich in eine Diskussion bewege, dann versuche ich meinem Gegenüber zumindest zu erklären, wenn du mich widerlegen willst, dann musst du folgenden Punkt machen. Du musst mir erklären, wie zwei Menschen bei einer Transaktion zu einem besseren Ergebnis kommen, wenn eine dritte Partei eingreift und ein bestimmtes Ergebnis erzwingt, ohne dass die beiden schlechter wegkommen. Und das gibt es nicht. Also es hat mir noch nie jemand ein plausibles Beispiel dafür gebracht, ne? Ist natürlich vielleicht wieder ein bisschen ökonomisch gedacht, aber ich finde es trotzdem einfach und nachvollziehbar. Ja, klar. Jetzt, wo du gerade gesagt hast, du warst da so bei der öffentlichen Hand. Ich fand, Larkin Rose bringt ein herausragendes Beispiel. Vielleicht, du wirst nicht im Polizeidienst gewesen zu sein und es geht in diesem Zusammenhang um den Polizeidienst, aber ich fand das Beispiel so prägnant, wie Larkin Rose beschreibt. Ich habe Polizisten getroffen, die haben es mir selber gesagt, nachdem sie mein Buch auch gelesen haben, dass sie im Polizeidienst in einer Monopolstellung auf eine Art und Weise abgesichert sind, dass sie mehr oder weniger machen können, was sie wollen, wobei sie selber bemerken, dass sie sich in ihrer Psyche zu einem Psychopathen entwickeln, weil sie keine Strafe mehr befürchten müssen. Sie sind das Gesetz, sie können das Gesetz frei auslegen und so weiter. Ist das vielleicht in sehr abgeschwächter Form von der öffentlichen Hand so eine Sache, von der du auch sagen würdest, ja, das kann ich gut nachvollziehen? Weil im Gegensatz zur freien Wirtschaft, wo du sagst, ja, wenn ich hier mache, was ich will, dann springen mir die Kunden halt ab. Dann gehen die zu einer Konkurrenz, was beim Staat ja eben nicht möglich ist, ne? Ja, ja. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also ich habe jetzt selber bei der öffentlichen Hand nicht konkret die Erfahrung gemacht. Ich habe halt da nur die Erfahrung gemacht, dass es nach sehr, sehr seltsamen, schwer durchschaubaren Mechanismen und Zusammenhängen einfach läuft. Also teilweise wie im Kindergarten, also überhaupt nicht nachvollziehbar, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, warum bestimmte Leute eingestellt werden, warum bestimmte Leute wieder rausgekickt werden. Und das war für mich der Anlass, eben in die Wirtschaft zu gehen, weil da geht es um Umsatz und Gewinn und um Zahlen und so weiter. Das war für mich besser greifbar. Und es war für mich einfach verlässlicher, ja, und sicherer als jetzt irgendwo in der öffentlichen Hand. Und ich hatte das Gefühl, also man muss sich auch sehr stark verbiegen, also wenn man in solchen Kreisen dann arbeitet. Also man kann, es ist wesentlich schwerer, seinen eigenen inneren Überzeugungen treu zu bleiben, als jetzt draußen in der Wirtschaft, weil in der Wirtschaft geht es um Umsatz, Gewinn, um Kunden, um freiwillige Beziehungen und sozusagen, also er spielt es ganz stark mit rein. Da geht es nicht, dass man bestimmte Leute einfach herablassend behandelt, nur weil man irgendwie in einer höheren Position ist. Also es geht im gewissen Rahmen schon, aber nicht so einfach wie bei der öffentlichen Hand oder beim Staat. Und da sind wir wieder beim Punkt. Also ja, in der Rolle eines Polizisten oder Soldaten, der jetzt einen Einsatzbefehl gibt, bekommt, ja, also da verändert man sich dann auch persönlich. Also nicht nur deswegen, weil man keine Konsequenzen für sein Handeln befürchten muss, sondern weil man selber auch in dieser komischen Struktur, in dieser Befehls- und Gehorsamslogik auch drin ist und in dieser Gesetzeslogik beziehungsweise Unlogik und nicht anders kann. Weil wenn ich das eben nicht tue, was ich als Polizist tun muss oder wozu ich mich berufen fühle oder was ich als Soldat tatsächlich tun muss, dann
dann drohen negative Konsequenzen. Nicht, wenn ich das tue, was ich für richtig halte. Also, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Mir schwebt gerade beim Polizeidienst, schweben mir immer noch die Bilder im Kopf vor, wo in den Hoch-Lockdown-Phasen Polizisten Kinder vom Schlitten getreten haben. Das ist etwas, was ich kaum nachvollziehen kann, wie da jemand mit seinem eigenen, also jemand hat doch trotzdem, ist doch noch ein Mensch und hat einen moralischen Kompass, wo man doch einfach sagen kann, also Infektion hin oder her, ich beschütze hier nicht das Leben, ich lebe hier meine psychopathische Machtdemonstration aus und sonst gar nichts. Das muss den Leuten doch irgendwie bewusst sein. Und trotzdem machen sie es halt, ne? Ja, im Inneren, also emotional gesehen, also wenn es sich nicht tatsächlich um Psychopathen handelt, dann der normale Mensch spürt das, dass das nicht richtig ist. Dass da irgendwas nicht richtig läuft und er kriegt die Quittung dafür. Also das ist ja mit diesen ganzen PTB, posttraumatischen Belastungsstörungen von Soldaten, die Gräueltaten befohlen worden ist oder die sie einfach ausgeübt haben irgendwie vor Ort, weil der Gegner irgendwie oder die Zivilbevölkerung so dämonisiert wurde, dass sie den Blick für die Realität und für das richtig Wahre, Gute und Schöne verloren haben. Die Rechnung müssen die am Ende bezahlen. Also bei normalen Menschen ist es so. Und diese Polizisten, es ist vollkommen wider natürlich, sowas zu tun. Und die Polizisten haben ja auch eine Lebensgeschichte durch, die jedes Schulkind auch durch hat. Also es braucht ja nicht umsonst 12 oder 13 Jahre lang, um diese Spaltung zu vollziehen, also zwischen dem, was man innerlich als richtig und gut empfindet und das, was man tut, dass da diese Verwechslung überhaupt stattfinden kann. Dazu braucht es heftigste, jahrelange Indoktrination und das ist genau das Schulprogramm. Und später setzt sich das fort mit dem ganzen Medienprogramm und mit dem, was in diesen ganzen Talkshows besprochen wird. Ein besonders ekelhafter Begriff, den habe ich jetzt vor kurzem gelesen, Vulgärpazifismus. Also wenn man da angekommen ist, also da weiß er echt Bescheid, was los ist. Das ist total krank. Also wenn man sich jetzt diese ganzen Kriegssituationen und Konflikte anschaut und dann jetzt egal in welchem Konflikt von Vulgärpazifismus spricht und jemanden irgendwie diskreditieren möchte für seine Position eben grundsätzlich gegen gewaltsame Auseinandersetzungen zu sein und eben der Zivilbevölkerung zu schaden, da grundsätzlich dagegen zu sein, egal um wen es sich handelt, jemanden, der einem anderen Menschen nichts getan hat, dem darf keine Gewalt widerfahren. Das ist einfach moralisch gesehen falsch. Allein diese Position erzeugt auf der Gegenseite schon so viel Aggression, also auf der sozialisierten Gegenseite, dass so Begriffe wie Vulgärpazifist dann fallen. Also das ist vollkommen krank. Ich habe den Begriff jetzt noch nicht gehört, aber ich gehe mal doch einfach davon aus, Leute würden mir jetzt vorwerfen, Vulgärpazifist zu sein, wenn ich sagen würde, ich würde keine Waffe in die Hand nehmen, um gegen Putin in den Krieg zu gehen, in jedem Konflikt. Ich würde nicht mal eine Waffe in die Hand nehmen, um dieses Land und diese Politiker zu verteidigen. Mit den anderen Worten, dann bin ich wahrscheinlich dann ein Vulgärpazifist, ne? Indem ich einfach jede Seite ablehne. Treffe ich das schon? Ja. Genau. Schule hast du gerade eben schon angesprochen und das ist etwas, was ich mir am stärksten in den Kopf gebrannt habe, als du diesen Satz gesagt hast und den hast du auch schon mal mehrfach wiederholt bei Fair Talk und beim Mises Karma Event hast du es auch live gesagt, weil ich finde, das brennt sich so schön ins Gedächtnis. Wenn mein Kind mich fragt, Papa, warum muss ich in die Schule, dann werde ich ihm sagen, weil dein Papa sonst ins Gefängnis muss. Ja. Ich finde, also das ist ein unglaublicher Satz, mit dem man nicht so sein Kind hervorragend erziehen kann, sondern auch wenn man den einmal öffentlich äußert, dann öffnet man so vielen Augen innerhalb von einem kurzen Satz für eine breite Öffentlichkeit. Bist du auch durch diese ganze Schiene dadurch gekommen oder wie hast du dir das mundgerecht so schön zusammengelegt? Das war ein schwieriger Prozess. Also das ist aus der Überlegung heraus entstanden. Also das habe ich ja auch tatsächlich so gesagt. Also es ist nicht irgendein Spruch, den ich da ab und zu mal öffentlich sage, sondern ich habe das da meinem älteren Sohn gegenüber in einer ruhigen Minute auch mal ganz klar gesagt. Wenn man sich mit dem Thema Freiheit auseinandersetzt, klar, also dann hinterfragt man das System Schule und das, was dahinter steckt und setzt sich damit auseinander. Und liest dann plötzlich bei Wikipedia auch
nach, also wozu dieses ganze preußische Schulsystem und mit dem Schulanwesenheitszwang eigentlich erschaffen wurde. Also dass es erschaffen worden, um gehorsame Soldaten einfach zu erzeugen, die dazu bereit sind, blind zu gehorchen und für den Herrscher in den Krieg zu ziehen, um zu töten oder zu sterben. Ja, ohne Grund eigentlich. Und ja, das hat sich dann in der Industrialisierung fortgesetzt. Also dann unter den Nazis wurde es natürlich gerne auch weiter missbraucht. Also das Schulzwangprinzip, um die Leute dann auch ans Band zu stellen. Und weil so blind gehorsame Sachen, die repetitive Tätigkeiten ausüben und das nicht hinterfragen, was sie da tun, das ist ja perfekt für den Industriearbeiter. Also das wurde dann leidlich auch weitergeführt und ausgenutzt. Ja, auf diese Erkenntnisse kommt man dann und dann kommt man so langsam dann mit Schwangerschaft und Kindergarten und hier und da in die Nähe der eigenen persönlichen Betroffenheit. Und dann überlegt man ja, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und dann geht dieses ganze Gedankenkarussell los, ja. Irgendwie freie Schule, demokratische Schule, auswandern hin und her und Trulli-Schnulli. Und dann stellt sich auch die Preisfrage, wie hoch ist der Preis dafür und wie war das in der eigenen Schulzeit und wofür hätte ich meine Eltern damals verflucht, also oder was hätte ich mir damals gewünscht von denen? Und dann kommt man zur Erkenntnis, also ich hätte mir von meinen Eltern gewünscht, dass sie sich mit dem Thema aktiv auseinandergesetzt hätten. Das ist jetzt kein Vorwurf, also an meine Eltern, aber sie haben es eben nicht getan und konnten mich deswegen auch nicht über die Hintergründe der Schule aufklären, weil ich hätte das im Nachhinein als sehr fair empfunden und wäre dann auch anders mit dem Thema Schule umgegangen. Und genau das hat mich eben dazu gebracht, das mit meinen Kindern anders zu machen und denen an dem Zeitpunkt, wo sie anfangen, die Schule zu hinterfragen, und das merkt man an der Frage, warum muss ich denn heute zur Schule? Warum? Warum muss ich dahin? Das passiert so Ende der zweiten Klasse, Anfang oder Ende der dritten Klasse, so in dem Bereich, also die erste und die zweite Klasse, das ist ja mehr oder weniger der spielerische Übergang. Also da wird eigentlich nur gespielt in den Klassen. Das baut auf dem Spieltrieb der Kinder auf. Und dieses, also mit den Stundenplänen und mit den Fächern und so weiter und diese Zwangsdaumenschraube, die wird ja erstmal so ganz sachte angezogen, so dass man es kaum merkt, also dass alles erstmal so überprägt ist von diesem Spieltrieb. Aber dann, wenn es dann langsam in die höheren Klassen geht, spüren die Kinder das dann irgendwann ganz deutlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Also irgendwas ist in der Schule ganz anders als zu Hause. Also gerade bei freiheitlichen, entwicklungsbegleiteten Kindern, sag ich mal. Ich verzichte bewusst auf diesen Begriff der Erziehung. Und dann fängst du an zu überlegen, so, ja, wie gehst du mit der Situation um? Also weil, ja, das ist schon ziemlich krass, also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und jetzt bist du selber betroffen. Und dann habe ich eben zurückgedacht an meine eigene Kindheit. Ja gut, ich bin ehrlich zu meinen Kindern und das ist der Vorwurf, der mir auch oft gemacht wird, wenn ich eben erzähle, dass ich das so gesagt habe, ja, weil ich sonst ins Gefängnis komme. Ja, da redest du den Kindern doch Schuldkomplexe ein und was weiß ich und das macht die so total fertig. Ja, das ist ja das Überraschende. Ich wusste ja nicht, wie die darauf reagieren und habe mir da auch Sorgen gemacht drüber. Und das hat sich alles im Kreis gedreht und am Ende kam raus, naja, nee, ich muss einfach ehrlich zu denen sein, weil sonst ist ja das Wertvollste, was sie haben, ist ja erschüttert. Das ist das Vertrauensverhältnis zu den Eltern. Wenn ich an der Stelle nicht ehrlich bin und direkt sage, was ich denke, also habe ich es getan. Und dann habe ich es denen erklärt. Ich habe es natürlich nicht bei dem Satz belassen, sondern auch die Hintergründe erklärt. Und was man gerade als Eltern unbedingt verstehen sollte, ist, dass die Kinder, auch wenn sie klein sind, sehr, sehr viel mehr verstehen, als sie nach außen zeigen, dass sie verstehen. Also die fangen an zu reflektieren, die Sachen, und drüber nachzudenken. Und sie verstehen auch viele Sachen, von denen wir glauben, ja, sie sind eigentlich noch nicht reif genug, das zu verstehen, aber sie verstehen es. Ja, und das war eben genau der Effekt, dass so eine Art innere Ruhe auf beiden Seiten eingekehrt ist und okay, wir wissen, wozu die Schule da ist und normative Kraft ist faktisch und wir müssen einfach das Beste oder ja, es ist am sinnvollsten, sagen wir so, müssen tun wir gar nichts. Am sinnvollsten ist es einfach, das Beste draus zu machen,
Dann sind wir die Alternativen auch durchgegangen. Naja, Umzug und dann irgendwie quer durch die Stadt fahren, jeden Tag stundenlang mit der S-Bahn oder mit einem Auto im Stau stehen, um jetzt an irgendeine softere Variante von Schule dann zu kommen, wo das grundlegende Problem auch nicht gelöst ist, und das ist der Schulanwesenheitszwang. Da mag es so demokratisch und angeblich freiheitlich sein, wie es will, und mit oder ohne Noten oder mit extra vielen Noten, keine Ahnung, was es da alles gibt. Gibt es ja verschiedene Modelle, aber der Schulanwesenheitszwang ist das Problem. Und dann ist noch der staatliche Einfluss auch noch das Problem. Der Staat sorgt natürlich dafür, dass dieses Prinzip Befehl und Gehorsam fixer Bestandteil der DNA jedes Lehrplans einfach ist so. Haben wir alles besprochen und dann sind wir zum Ergebnis gekommen, naja, eigentlich ist es am besten, wenn wir die nächstgelegene Schule hier nehmen, auch wenn die staatlich ist, und ja, dass man quasi auf der Metaebene, dass die Kinder da auch immer so eine Art innere Distanz dazu haben, dass sie in dem Bewusstsein, in der Klarheit darüber, wofür die Schule eigentlich da ist, auch zur Schule gehen und dann dieses Spiel halt mitspielen. Und dann, sämtliche Tipps und Tricks habe ich denen noch gegeben, wie sie mit möglichst wenig Aufwand durch diese Zeit kommen und sich gleichzeitig auch selber treu bleiben können und ohne zum Außenseiter auch zu werden. Das ist ja auch soziale Isolation oder diese Außenseiterrolle, das ist ja auch nicht schön. Also es macht auch Kinder psychisch fertig, das muss auch nicht sein. Also es gibt da schon einen Weg, wie man da durchkommt, ohne gemobbt zu werden, ohne irgendwie als Außenseiter abgestempelt zu werden. Und gleichzeitig zumindest auf dem Papier, also gute Noten auch zu haben, den einmal erklärt zu haben, ja, du kriegst gute Noten, wenn du genau das wiedergibst, was der Lehrer eben von dir erwartet. Das ist ganz einfach. Und wenn du nicht weißt, was er von dir erwartet, dann fragst du ihn, ja, was erwarten sie denn von mir? Und dann sagt er dir genau das. Und dann weißt du, Druck, ne? Ja, genau. Das habe ich nämlich, darüber habe ich auch immer nachgedacht, weil wie du das gesagt hast, ist mir das wie Schuppen von Haaren gefallen, aber als ich noch in der Schule gesessen habe, habe ich immer in irgendeiner Art und Weise gedacht, ja, ich muss hier was lernen und die Wahrheit rausfinden, aber die Schule ist nicht dafür da. Nein, wenn du das versuchst, wirst du dafür bestraft, das ist der Punkt. Ja, und das zu wissen, nimmt schon Druck weg. Ja. Ja, deswegen fand ich das auch so genial. Ja, ja, das ist jetzt ein ungewöhnlicher Ansatz des Umgangs mit der Schule, also von einem freiheitlichen Menschen. Also die meisten tendieren ja dazu zu sagen, ja gut, dann müssen wir irgendwie umziehen oder ausziehen oder ja, manche machen das auch. Klar, ist eine Möglichkeit, aber ja, wir haben es durchdiskutiert und eben für uns festgelegt, wir machen es anders. Und weil der Preis für die Alternativen dann doch zu hoch ist. Das ist einfach zu viel Aufwand, ja, muss hier quasi seine Heimat verlassen und so weiter. Also, ja. Und die Alternativen sind ja nicht überragend. Man hat ja trotzdem die Anwesenheitspflicht, ne? Genau. Naja, gut, man kann sich schon irgendwie, man kann dann zumindest auf dem Papier religiös werden und dann aus religiösen Gründen dann Homeschooling machen, aber dafür ist der Preis dann natürlich, dass du dann keine Klassenkameraden hast, dass du irgendwie sowas halt, ja, das ist halt alles. Alles hat seinen Preis, alles hat seine Vor- und Nachteile und ja. Aber vielleicht ist es mal ganz gut, einfach so für die Zuschauer zu erfahren, wie man auch noch mit dem Thema umgehen kann. Und ja, ohne jetzt irgendwie komplett aus der Rolle zu fallen und irgendwie was ganz anderes machen zu müssen. Ja. Ich möchte noch zum Thema kommen, was in libertären Kreisen eigentlich immer wieder ausgelutscht ist. Aber das ist Wählen versus Nicht-Wählen. Und da du auch, genauso wie ich, ein starker Vertreter vom Nicht-Wählen bist, wollte ich das Thema zumindest anreißen. Ihr hattet ein Gespräch mit Markus Krall, der als libertärer Minimalstaatler ist ihm auch wieder nichts Neues eingefallen, außer eine Partei zu gründen und sich zum Wahlen zu stellen. Und dann habt ihr ihn damit konfrontiert. Und dann kamen dünne und immer wieder dieselben Argumente, ne? Oder ich weiß nicht, wie habt ihr es wahrgenommen? Ja, es kamen einfach keine Antworten. Ja, ja, war auch es kamen so ausweichende Antworten und so weiter. Und wir haben ja, das wird uns jetzt teilweise zum Vorwurf gemacht, aber wir haben einfach den Burgfrieden gewahrt, weil man muss ja auch sehen, wenn jemand wie er mit einer riesen Gefolgschaft jetzt mit jemand wie uns, mit einer Nullgefolgschaft sozusagen, dann spricht, dann haben wir ja allein durch die Tatsache, dass es passiert, eben schon mal einen riesen Vorteil ihm gegenüber, profitieren ja von ihm.
Das haben wir auch ganz offen besprochen. Und insofern war ich jetzt nicht so offensiv wie vielleicht ja bei anderen Leuten. Also ja, das habe ich auch nur wahrgenommen. Ja, wir haben den Burgfrieden einfach gewahrt und ich habe dann oft gesagt, naja, okay, die Position kann man vertreten, lassen wir es einfach mal so stehen, wir teilen die Position nicht, also jetzt ohne wirklich darauf näher einzusteigen und dann in den Schlagabtausch zu gehen, ja, aber ja. Okay, das, die Tatsache, dass das gemacht hat, ist ja schon mal großer Respekt. Ich habe jetzt auch vor kurzem mein Versprechen eingehalten und habe ihm das Buch Der Nutzmensch von Larkin Rose geschickt. Damit er, vielleicht hat er, findet da noch ein paar Tipps da drin, wie er jetzt zum Tyrannen aufsteigen kann. Ja, ja, okay. Naja, man muss es sportlich sehen. Ja, wenn gut, ich mal von meiner eigenen Position, ja. Wenn ich von meiner eigenen Position mit dem Nichtwählen ein bisschen abweichen würde, dann würde ich es ja zumindest noch großartig finden, wenn er sowas Ähnliches machen würde wie Nigel Farage und zur Europaparlamentswahl da antreten würde und seine Art Dexit-Partei gründen würde. Das könnte ich noch mehr nachvollziehen, als noch bis, was haben wir, 25 oder was zur Bundestagswahl zu warten, wo dann doch aber irgendwie nichts mehr passiert. Dann kommt auch noch diese Bündnis Sarah Wagenknecht-Sache und so. Ich weiß nicht, was da passieren soll. Also das wird so im Sande verlaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie was Großes bei rumkommt. Ja, ich auch nicht. Freiheit ist nun mal nicht mehrheitsfähig. So fängt schon mal an. Und ja, also um an ein Ziel zu kommen, dann muss ich auch in die richtige Richtung gehen und nicht in die falsche. Also da muss ich auch irgendwie, ja. Ich muss auch die Füße benutzen und nicht die Hände oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Das ist, Freiheit ist nun mal inkompatibel und wirklich strikt entgegengesetzt zur Politik als Methode. Das ist, ich kann mit dem Feuerlöscher kein Feuer anzünden, das geht nicht. Und ich weiß nicht, ja. Es ist eigentlich relativ einfach. Also die initiierende Gewalt ist der Politik inhärent. Und die kriegt man da nicht raus, sonst ist es keine Politik mehr. Und damit zu versuchen, eben Freiheit zu erreichen oder Freiheit zu vergrößern, das ist vollkommen absurd und unlogisch, der Gedanke. Und ja, ich kann mich noch an Markus Krall Antwort darauf erinnern. Er meinte dazu, ja, das ist eine philosophische Frage. Ja, ist es in der Tat. Aber dann ist er nicht weiter drauf eingegangen. Ja. Ja. So, das ändert ja nichts. Aber genau, das Feuerlöscherbeispiel ist genauso in Antipolitik, was ich übersetze, drückt es Sal Mayweather so aus, dass er sagt, die Frage, ob man mit Politik Freiheit erreichen kann, ist wie die Frage, ob man Herz-Kreislauf-Gesundheit bei McDonald's erreichen kann. So, jeder Anreiz spricht dagegen. Auch es gibt dann auch noch diese Kleinstpartei, die Libertären, und auch mit da stehe ich immer wieder mit vielen Leuten gut und unterhalte mich mit denen, und trotzdem stehe ich mit deren Ansichten verquer, weil ich mir immer denke, so, wenn ihr es schafft, in irgendeiner Art und Weise groß zu werden, dann weiß ich ganz genau, was passieren wird. Dann geht es um Postengeschacher und dann geht es um Geld. Ja, okay, bei uns nicht, weil wir nehmen kein Geld vom Staat an. Ja, aber dadurch werdet ihr nie groß. Also diese Prinzipien beißen sich, aber ich stoße damit sowas von auf Granit. Ich weiß nicht, ich finde das logisch und irgendwie komme ich damit aber trotzdem nicht weiter, weil die Leute immer in ihren eigenen Sollvorstellungen denken, was sie gerne hätten, und nicht daran, was man tatsächlich machen kann und Anreize korrekt begreifen. Ja, also jede Logik und Vernunft ist da plötzlich ausgeschaltet. Ja, das sind ja noch viel mehr Aspekte. Also erstmal, ja, nehmen wir die Libertären, also diese komische libertäre Partei da. Was bedeutet Freiheit? Freiheit bedeutet, eben eigene Entscheidungen zu treffen, sein Leben selber zu gestalten, eine Organisation nach eigenen Vorstellungen aufzubauen und sich eben nicht an die Vorgaben anzupassen. Was machen die? Die passen sich exakt an diese Vorgaben an. Die machen mit Parteistruktur und Vorstand und mit Schatzmeister und mit hier und da. Also das ist, allein das ist ja schon mal vollkommen antifreiheitlich. Die machen genau das, was ihnen die Obrigkeit sagt, dass sie zu tun haben, um das Problem der Obrigkeit zu lösen. Das ist doch vollkommen hirnrissig. Ja, und ein bisschen Teufelsadvokat zu spielen. Ich würde Ihnen jetzt sagen, ja, Sie werfen dabei nicht, würden Sie wahrscheinlich selber sagen, wir werfen dabei aber nicht über unsere Prinzipien über Bord, sondern es geht hier um Formalitäten. Aber
Ich sehe, was ich da als Grundprinzip, als Grundproblem eigentlich sehe, in dem Moment, wo ich sage, ich stelle mich nicht zur Wahl und ich gehe nicht wählen, ich male kein Kreuzchen auf einen Zettel, dann sagen die Leute, ja, in dem Moment machst du ja gar nichts. In dem Moment überlässt du den anderen Leuten ja das Feld. Und du hast es auch in dem Nachfolgegespräch, meine ich, mit Markus Krall so auf den Punkt gebracht, wo du einfach nur alle negativen Eigenschaften auswählst, wo du sagst, ja, ich, nur weil jetzt jemand in meiner Nachbarschaft sich nicht so verhält, wie ich will, gehe ich doch nicht hin und suche dem einen Vormund, der ihn rumschubst und ihm verbietet, wie er seinen Rasen zu mähen hat und ihm seine Kinder wegnimmt und diverse weitere Eigenschaften, was der Staat eben alles macht, was er für willkürliche Regeln auferlässt. Ich denke immer, man kann das halt unterlassen und unterlassen ist halt eine nicht zu unterschätzende Eigenschaft, die man damit reinzählen sollte. Dave Smith ist auch so ein, er macht Comedy auf der Bühne, wo er sich auch als Anarchokapitalist preisgibt und sagt, ich bin so ähnlich wie ein Abolitionist, so ein jemand, der die Abschaffung der Sklaverei befürwortet. Und dann kommen tausende Leute auf mich zu und sagen, ja, Sklaverei hat es schon immer gegeben. Wie kannst du überhaupt davon ausgehen, dass es jetzt keine Sklaverei mehr geben würde? Wer soll denn dann die Baumwolle pflücken? Und ich sage so, ich bin nicht dafür verantwortlich, dir zu erklären, wie die Welt ohne Sklaverei läuft. Alles, was ich tue, ist zu erklären, dass Sklaverei unmoralisch ist und deswegen abgeschafft gehört. Und nichtsdestotrotz gehe ich hin und versuche dir alle möglichen Alternativen aufzuklären. Und die willst du dann nicht hören und erklärst mir dann, dass Zwang und Gewalt anwenden doch irgendwie einfacher ist. Und dann bezeichnest du dich auch noch als gemäßigt. Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Nee. Ja, das ist, unterstreicht denn, also das Buch heißt ja nicht umsonst die gefährlichste aller Religionen. Also das unterstreicht ja nochmal den religiösen Charakter von diesem, ja, diesen Zwang- und Gewaltsfetisch. Also das ist, da beißt man auf Granit. Also wenn man nur mit vernünftigen Argumenten kommt oder mit rationalen Argumenten, und das ist ja auch ein Stück weit meine Kritik und daraus abgeleitet der Versuch, das auch anders zu machen, also dieses Element der Emotionen auch mit reinzubringen. Und weil der Mensch ist nun mal kein 100% rationales Wesen. Also selbst große Entscheidungen im Leben werden nach wie vor hauptsächlich aus dem Bauch heraus getroffen. Übrigens auch im Wirtschaftsleben, also dieses Bauchgefühl, absolut, im Umgang miteinander, mit Vertragspartnern, mit Geschäftspartnern, mit Mitarbeitern und so weiter. Da läuft vieles aus dem Bauch heraus und oft ist es sogar die bessere Entscheidung, aus dem Bauch heraus die Entscheidung zu treffen, als jetzt rein an Zahlen gemessen und an irgendwelchen formellen Kriterien. Und das ist in dieser sogenannten freiheitlichen Szene ist es, tendiert es dazu, zu rational und zu vernünftig zu werden und dieses emotionale Element einfach außen vor zu lassen. Das Against Me-Argument ist ja so ein Beispiel oder auch diese Alltagsbeispiele, die ich immer dazu bringe, also die ich immer bringe, um auch wirklich bewusst an die Emotionen, also die Emotionen zu triggern und das nochmal vor dem emotionalen Hintergrund zu bewerten, die Situation. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also natürlich, das ist jetzt ein Wespennest, das sich aufmacht. Das ist dieser Hamas und Israel. Ja, aber machen wir es trotzdem. Ich hätte auch noch einen Sprung dazu gebracht, aber wir müssen uns vielleicht ein bisschen kurz fassen, weil wir haben die halbe Stunde, glaube ich, verpasst, ja. Ja, aber gerne, weil das, ich hätte es sowieso noch angesprochen, weil das letzte Video von euch auch wieder darum sich um das Prinzip dreht. Und es ist ein wichtiges Grundprinzip. Ja, erstmal ein paar Grundprinzipien. Also, oder nee, gehen wir direkt zu dem Beispiel. Also, die Position muss ich erstmal klar machen. Also die freiheitliche Position. Also die freiheitliche Position ist immer eben keine Partei zu ergreifen für eine der beiden Kriegsparteien, sondern Partei zu ergreifen für die unschuldigen Opfer. Und zwar egal auf welcher Seite die entstehen, also die offensichtlichen Opfer, das sind die Kriegsopfer, die jetzt durch die Kriegshandlungen zu Schaden kommen oder durch terroristische Handlungen zu Schaden kommen, sich immer auf deren Seite zu stellen. Weil die haben ja nun mal gar nichts damit zu tun. Und das sind die ersten offensichtlichen Opfer. Und dann gibt es die nicht offensichtlichen Opfer. Das sind diejenigen, die an die Front gezwungen werden, diejenigen, die den ganzen Dreck bezahlen müssen, die von den eigenen Politikern dazu erpresst werden, ihr Leben zu riskieren und zu opfern und ihr Geld dafür eben abzugeben, um Waffen zu kaufen und damit eben das alles geschehen kann. Und zwar auf beiden Seiten. Das,
Das gilt für Putin, für Zelensky, für den Netanyahu und das gilt für die Hamas, alles gleichermaßen. Also die gehen gegen die eigene Bevölkerung vor. Und das gilt übrigens auch für Scholz und Konsorten da in der Regierung, die gehen gegen die eigene Bevölkerung vor, wenn sie sagen, ja, ihr müsst jetzt, egal was, Israel oder Palästina oder die Ukraine unterstützen und Waffen und so weiter. Das gilt für die genauso. Und das muss man erstmal auf dem Schirm haben. Also das ist die Position der Freiheit. Also dass man immer auf der Seite der unschuldigen Opfer ist. Ja, und jetzt zu dem Beispiel. Israel hat wie viel? 10.000 Bomben, 12.000 Bomben inzwischen geworfen auf den Gazastreifen und irgendwie horrende Kollateralschäden eben erzeugt. In der Zivilbevölkerung wahnsinnig viele Opfer, unschuldige Opfer, offensichtlich. Und also wie ist das zu bewerten? Also womit kann man das vergleichen mit einer alltäglichen Situation? Das ist doch eigentlich das Gleiche wie angenommen, es gibt irgendwie am Berlin-Alexanderplatz, soll es ab und zu mal vorkommen, gibt es eine Messerstecherei. Die Polizei, die haben jetzt da eine Wache, die sieht das und verfolgt den Täter und der Täter springt in eine vollbesetzte U-Bahn rein und der Polizist wirft in die vollbesetzte U-Bahn eine Handgranate rein, weil sich der Täter ja unter der Zivilbevölkerung versteckt. Ist das jetzt richtig, das zu tun? Im Fall Israel tun jetzt alle so oder viele tun so, als sei das absolut richtig, um die Terroristen zur Strecke zu bringen. In diesem Alexanderplatz-Beispiel, in diesem hypothetischen, wage ich zu bezweifeln, dass das irgendjemand richtig finden würde. Aber im Grunde genommen ist es genau das. Und das ist eine Sache, die, weil es einfach nah ist an der Lebensrealität, also ich bin ja aus Berlin, ich laufe irgendwie mehrmals wöchentlich über den Alexanderplatz, also das ist viel näher am persönlichen Leben dran und das triggert natürlich die Emotionen. Und das ist das, was ich auch versuche, in der Vermittlung von freiheitlichen Prinzipien auch mit reinzubringen, weil ich glaube nicht, dass man auf dem rein rationalen Weg die Leute erreicht. Also die meisten haben überhaupt gar keine Antenne dafür. Und ich glaube, im Gegensatz dazu haben die meisten von uns haben eine ganz starke emotionale Antenne dafür, für das, was richtig und was falsch ist. Das denke ich auch. Also ich denke, das ist gar nicht so schwierig. In persönlichen Gesprächen mit Leuten begegnet mir dieses Gut und Böse Denken nicht so leicht. Also die Leute haben genau dasselbe im Kopf wie du. Sie landen genauso wie du es gerade auf den Punkt gebracht hast. Sie landen im Endeffekt nur dabei, dass die Praxis divergiert. Ne? In dem Moment, wo man dann die Handgranate in die U-Bahn schmeißt, heißt es dann so, ja, ich hatte keine andere Wahl. Und das geht's dann im Einzelfall auszuloten. Und selten landet man bei dem Ergebnis, dass man wirklich gar keine Wahl gehabt hätte. Ne? Das sind dann Rechtfertigungen, die medial aufgearbeitet werden. Richtig. Also interessant wird's dann, stell dir vor, du bist in der Rolle des Polizisten. Hättest du das gemacht? Und dann kann man es noch eine Stufe härter machen. Stell dir vor, du wärst kein Polizist, du wärst einfach als Privatperson da und du weißt, der Täter ist da drin, würdest du das machen? Und spätestens dann, knicken die Leute ein und fangen an, wirklich mal grundlegend drüber nachzudenken. Mit Blick auf die Uhr müssen wir zum Ende kommen. Ich hatte dich schon mal gefragt, wie du die Best-Case-Szenario in, sagen wir mal, den nächsten 5 Jahren siehst auf dem Mises-Karma-Event. Und du hast gesagt, wir wollen den Staat in die Nicht-Existenz ignorieren. Was ich eine schöne Prognose finde. Wenn ich dir jetzt nicht die Antwort vorwegnehmen will, sondern wie geht das, fragen wahrscheinlich viele Zuschauer. Ich kann nur bis zu einem gewissen Grad Steuern hinterziehen, bevor ich in den Knast komme. Ich kann halt irgendwie gucken, dass ich eine Art Maximalwiderstand gebe. Was hast du für vielleicht konkrete Tipps? Weil nach konkreten Tipps werde ich auch immer am meisten gefragt. Ja, das waren jetzt 2 Fragen in einer. Also wie stellst du es dir in 5 Jahren vor und auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der übergeordneten Ebene und was habe ich für konkrete Tipps jetzt an den Einzelnen? Mhm. Ja, welche Frage zuerst? Die kannst du aussuchen.
Vielleicht erst die konkrete für den Einzelfall. Was empfiehlst du einzelnen Leuten, was sie tun können? Also ich meine, in vielerlei Hinsicht tust du das ja andauernd. Ne? Das ist ja fast schon dein Tagesgeschäft, wenn du irgendwie bei Voluntaristen bist. Wie kann ich mich rausziehen? Wie kann ich schon alleine meine Meinung öffentlich so äußern, dass ich mich nicht verwundbar mache? Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja, so wie ich es jetzt zum Beispiel getan habe in dem Israel-Hamas-Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Position so recht angreifbar ist. Also das wäre mal ein Beispiel. Ja, immer wieder runter auf die konkrete persönliche Ebene zu gehen, die Leute in die persönliche Verantwortung für das zu ziehen, für das, was sie eigentlich vertreten auf der gesellschaftlichen Ebene, damit diese Schieflage immer wieder entsteht. Weil so fängt das Nachdenken an. Also wenn es darum geht, die freiheitlichen Gedanken weiterzutragen und zu verbreiten. Ich sage immer, das Gehirn ist so ein Logik-Suchgerät. Und sobald irgendwas unlogisch ist, fängt es an zu arbeiten. Und es arbeitet und es arbeitet und es versucht, dieses logische Gleichgewicht irgendwie zwischen dem, was gedacht wird und dem, was draußen gesehen wird, einfach immer wieder herzustellen. Und das allein reicht schon. Also wenn man so durch kleine Anekdoten oder ja Gespräche diesen ersten Dominostein anschubst, und da an der Stelle einfach mal was sagt. Es muss nicht viel sein. Und dann nochmal ein praktischer Tipp, nicht zu viel machen. Also einfach den Leuten Zeit geben. Weil wenn du über dich selber nachdenkst, es hat ja eine gewisse Zeit gebraucht, bis du zu gewissen Erkenntnissen gekommen bist. Es ist schwer, diese Brille, die einem aufgezwungen wird, durch die Sozialisierung mal abzulegen mit der Zeit. Das ist unglaublich schwer und es dauert einfach. Und da nicht den Bogen zu überspannen, weil sonst kommt so ein Abwehrreflex. Also einfach der Sache Zeit zu geben und seinen Gesprächspartner genau zu beobachten. Und ja, wenn er anfängt, die Augen zu verdrehen und irgendwie anfängt nachzudenken, das spürt man dann sich einfach zurückzuhalten und zu sagen, ja, okay, reden wir erstmal über was anderes oder ja, oder wir können ja später irgendwie fortsetzen oder wie auch immer, Gespräche im Sande verlaufen lassen, ist erstmal gut. Mhm. Dann weitere praktische Tipps, also sich genau anzuschauen, wo unterstütze ich die Gewaltinfrastruktur, die alltägliche, ohne dass es mir eigentlich klar ist, erstmal also sich wirklich Gedanken zu machen, sich eine Liste an Tätigkeiten aufzuschreiben, was mache ich eigentlich jeden Tag und darüber und das bewusst auf Freiheitlichkeit und freiheitliche Prinzipien abzuprüfen und dann nach Alternativen zu suchen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ja, den werde ich verklagen, wird vor Gericht gehen und so. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass man da die Gewaltinfrastruktur unterstützt. Welche Alternativen gibt es dazu? Ja, okay, ich lade den mal einfach zum guten Essen ein. So, und dann sprechen wir drüber. Ich glaube, diese Investition ist viel geringer und viel zielführender, als jetzt seinen Nachbarn zu verklagen, irgendwie sowas. Weil es irgendwie ist ein relativ plattes Beispiel. Aber ja, so Dinge in der Richtung. Wollte jetzt nicht zu ausschweifend werden. Wer sich dafür interessiert, guckt auf unserem Kanal. Ich habe dazu einen Vortrag gehalten. Da gehe ich quasi alle wesentlichen Lebensbereiche durch und erkläre anhand von Beispielen, was man machen kann. Also das sind einfach nur so Vorschläge, die man machen kann. Muss nicht jeder eins zu eins übernehmen. Und am Ende ist die Kreativität jedes Einzelnen gefragt. Jeder hat andere Lebensumstände. Jeder hat andere Präferenzen, eben Alternativen zur Gewaltinfrastruktur sich zu suchen und die dann auch umzusetzen. Und das ist gar nicht so schwer, wie man sich so vorstellt. Es kann nur von, jetzt sind wir bei der gesellschaftlichen Ebene, es kann nur von innen heraus passieren. Es kann nur von unten heraus, ausgehend vom Individuum passieren. Es kann nur von Individuen ausgehen, die nach freiheitlichen Prinzipien selber leben, das praktisch umsetzen und als Beispiel vorangehen und die dann auch jetzt nicht sich unbedingt als Heilsbringer präsentieren, sondern einfach nur in Kontakt mit anderen sind und das quasi vorleben und dann auf Nachfrage erklären, wie es läuft. Ja, dann einfach Rede und Antwort stehen und dann ja, stelle ich mir das vor, ist das wie so ein Virus, der sich immer weiter verbreitet und dann fangen die Leute an, umzudenken und ihre Handlungen auch anders auszurichten und auf dem Weg der spontanen Ordnung entsteht eine freiheitliche Ordnung, die auch ganz klar regelbasiert ist, aber die Regeln basieren eben auf freiwilliger Vereinbarung und nicht auf irgendwelchen kranken Vorstellungen, irgendwelchen durchgeknallten Politikern, die meinen jetzt hier mit Polizei und Militär ihre Regeln dann durchzusetzen und mit dem Justizsystem, mit dem korrupten, ja, und für sich Ausnahmen zu definieren, das ist ja natürlich klar. Also gut,
ich sehe momentan das relativ positiv, was passiert, weil es wird ja immer offensichtlich absurder, was da draußen passiert. Also Leute wie Baerbock und Habeck, das, kein normaler Mensch nimmt das doch noch ernst, was die da machen. Und unser Vergesslichkeits, ich kann mich nicht dran erinnern, Scholz, also das nimmt doch keiner mehr ernst, also kann mir keiner erzählen. Tja, ja, den Eindruck habe ich aber auch manchmal. Aber irgendwie schaffen sie es immer, die Messlatte für die Verrücktheit noch höher zu stellen. Und ich weiß nicht, der mächtigste Mann auf der Welt, Joe Biden, der fällt die Treppe runter oder scheißt sich im Vatikan ein. Du hast das Gefühl, das ist einfach nur noch ein Witz. Ja. Ich kann auch nicht mehr, als mich drüber lustig machen. Also was ich mir für die Zukunft wünsche, ist einfach, apropos nichts tun, ist einfach viel mehr Leute, die einfach, ich sag's mal einfach auf gut Deutsch, ich hoffe mal, dass es durch einen Filter geht, dass sie einfach drauf scheißen, was die von einem erwarten und was die da machen wollen und mit ihrem Heizungsgesetz. Und ja, erstmal, lass mich doch in Ruhe. Also wenn ihr bei mir klingelt, dann zeige ich euch die Tür erstmal und dann gucken wir mal. Und ja, und wenn ich irgendeinen Bescheid kriege, ja, dann schreibe ich erstmal eine Rückfrage und dann bitte ich um einen neuen Termin und das muss ich ja erstmal rausfinden und erklären Sie mir das bitte und so weiter. Die haben noch eh kein Personal, also um diesen ganzen Kram zu bearbeiten und dann braucht es wirklich nur ganz wenige Leute, die einfach sagen hier, ja, was wollt ihr denn? Also ja, macht mal, aber ohne mich so. Und dann gibt es so ein bisschen Beschäftigungstherapie und dadurch, dass die kein Personal und keine Ressourcen mehr haben und keinen Nachwuchs mehr, wird genau das eben passieren. Also das, wie hast du es vorhin auf den Punkt gebracht, was ich auch oft sage, ja, dass man den Staat und allem, was dazugehört, alles, was dazu gehört, einfach in die Nicht-Existenz ignoriert. Ja, genau. Ich wollte noch kurz hinzufügen, die haben nicht nur kein Personal, sondern das Personal, das sie haben, interessiert sich auch gar nicht für Ergebnisse. Müssen sie ja nicht. Nö. So, die machen ihre Arbeit, machen ihren Job, aber als ob die interessiert, was das Ergebnis ist. Sie bekommen ihr Gehalt. Ach so, ein Punkt, den du noch vorhin angesprochen hast, also apropos Polizisten, die da irgendwie die Kinder vom Schlitten runtertreten, es gibt auch immer mehr Leute, also man sieht natürlich solche Extremfälle immer, also aber es ist die Minderheit, also ja, klar, die schweigende Mehrheit und auch die nach außen offensichtlich handelnde Mehrheit, ja, würde ich schon sagen, also gibt immer mehr Polizisten, die einfach sagen, hey, ich mach so einen Scheiß, mache ich doch nicht. Also, ja, also irgendwie haben sie mir jetzt angeordnet, das und das zu machen, aber ich bin jetzt erstmal krank so. Also ich habe erstmal Husten, der Fuß tut mir weh oder irgendwas. Ja. Ich glaube, das kam auch viel in der Zeit. Gut, mit Blick auf die Uhr möchte ich das Gespräch hiermit beenden und die Zuschauer in ein paar Gedanken überlassen. Ich denke, wir schaffen das auch noch in die Videobeschreibung, den Vortrag zu bringen, was der Einzelne machen kann. Und damit danke ich für das Gespräch, Peter Müller. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Bleibt entspannt. Humor ist auch immer wichtig. Und ja, bleibt freiheitlich. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.